Das ist was, was wir in Mannheim sonst gar nicht haben. Es ist leichte Unterhaltung, perfekt dargebracht, in dem Fall gut gespielt, gut gesungen, hervorragende Choreografie, schöne Kostüme und ein tolles Publikum, das von Anfang bis Schluss richtig mitgegangen hat. Also ganz hervorragend, rundum gelungen. Wir sind, was wir sind, halb ein Dessous, halb was aus Leder, halb Fleisch und halb echt, unser Geschlecht. Ja, bei Lacage haben wir mit unserem PS Rainer-Trag die Kostüme unterstützt. Ich habe Thorsten Riehle gefragt, was habt ihr für nächste Produktion? Und da kam dann diese Eigenproduktion. Und als ich heute die bunten Kostüme gesehen habe, war jeder Euro, den wir eingesetzt haben, dafür das wert. Drum, wenn ich auf dem Nullpunkt bin, kommt mir nur eines in den Sinn. Ich leg kein bisschen mehr Mascara auf. Ich habe tatsächlich keinen Stressabfall gehabt, weil ich die letzten Tage schon gemerkt habe, dass das ein ganz besonderes Stück werden wird. Und weil ich eigentlich gehofft habe, dass die Reaktion genauso auch kommt, wie sie jetzt tatsächlich heute kam. Das war ja mit frenetischer gar nicht zu beschreiben. Also die Leute waren ja unglaublich bewegt, berührt, fasziniert, begeistert. Und das alles zusammen macht, glaube ich, so die Magie von so einem Abend aus. Ein tolles Stück auf der Bühne, ein tolles Ensemble, eine tolle Musikerin und Musiker im Orchestergraben. Endlich mal ein Orchestergraben im Kapitol. Und das im Zusammenspiel mit dem Haus, mit der Technik, mit dem Kreativteam. Also das war super. Ich weiß, dass die alle auf der letzten Rille gelaufen sind heute. Aber es hat sich einfach gelohnt. Und ich hoffe, das ist bei allen auch angekommen. Eine Figur, das ist die Zofe. Ich bin sehr leicht zum Lachen zu bringen und sie hat es geschafft, nicht mit primitiven Mitteln, sondern elegant und immer wieder so, dass es einen letztendlich auch gerührt hat. Denn es ist ja auch nicht nur eine lustige Gestalt, sondern auch eine zum Teil auch tragische Gestalt. Ihr könnt weiter applaudieren, das hilft. I don't need you. I want to break free. Thanks. Danke schön. Danke. Du bist der Butler. Die Zoffe! Haben wir vereinbart. Jakob! Claudine! Also was für mich ganz besonders ist, ist das Ende des ersten Teils. Wenn Markus alleine auf der Bühne steht und wirklich das Lied Ich bin, was ich bin, dann auch singt. Am Anfang wirklich ganz leise unterstrichen vom Orchester, dass sich dann so in einen Rausch spielt und er dann mitgenommen wird. Das ist eine unglaubliche Gänsehautnummer. Wir sind, was wir sind, doch was wir sind, sind wir nur scheinbar. Wir mögen es heiß, wie jeder weiß. Leben kann man ohnehin nur einmal leben. Warum soll es für mich keine Chance geben? Es hat keinen Sinn, wenn man nicht sagt, hey Welt, ich bin... Auf jeden Fall herkommen, sich mit der Handlung mal auseinandersetzen. Ich hatte es vorher gelesen, ich hatte von dem Titel, hat man ja gekannt, aber keine inhaltlichen Themen. Und ja, ich dachte, es ist eine Geschichte über zwei Homosexuelle, aber dieses Tiefgründige, was ich da heute mitgenommen habe, sei es der Vater, der Schwiegervater, der Potenzielle, dass der sich dann hat auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und ja, wie das Ganze dargeboten ist, lebenslustig, man hat viel gelacht, aber halt auch, wie gesagt, dieser ernste Hintergrund der Geschichte. Und da sollten wir alle für unser Leben was mitnehmen.